Hi, sehr schön. Die Bestellung ist endlich angekommen. Und zwar eine Camcorder-Tasche. Und als die Benachrichtigung ankam, dass der Artikel versendet wurde, habe ich mich sehr gefreut. Hierbei handelt es sich um die Tamra C976 Medium Camcorder-Tasche. Wie man halt hier vielleicht erkennen kann, von Amazon. Und ich habe da schon mal ein Video gemacht, das kann ich auch gerne mal in die Info verlinken. Das zweite Video im Endeffekt über hier die Canon Legria GX10, wo ich da auch ein paar Sachen vorgestellt hatte, die ich als Zubehör erworben hatte, unter anderem auch diese Tasche. Allerdings gab es damals das Problem, statt dass der Tasche etwas für irgendein Objektiv geliefert wurde oder so. Das muss ich dann leider zurückschicken. Naja, auf jeden Fall, als ich dieses Paket dann in den Händen gehalten habe, beziehungsweise als es dann da war, war ich doch sehr enttäuscht, da ich nicht glaube, dass diese Tasche in diesen Karton reinpasst. Es sei denn, ich habe irgendwie was Falsches bestellt und die bestellte Tasche ist irgendwie für eine Barbie. Ja, und deswegen bin ich mal wirklich sehr gespannt, was da geliefert wurde. Aber das ist nicht besonders schwer und wahrscheinlich auch nicht besonders groß. Bin echt mal gespannt, was da als Fehllieferung diesmal angekommen ist. Ist natürlich halt Gott sei Dank nicht besonders schlimm. Ja, und was haben wir hier? Lenz. Irgendwas, 3.6, das sieht fast so aus wie das Ding vom letzten Mal. Ja, vielen Dank für gar nichts. Das ist natürlich schon sehr traurig. Beim letzten Mal hat man die halt schon zurückgeschickt und man hätte jetzt gehofft und erwartet, dass Amazon sich um diese Fehler kümmert. Ich schätze mal, da wurde irgendwas irgendwie falsch einsortiert oder so. Klar, sowas kann passieren. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Glücklicherweise bei Amazon hat man jetzt nicht so die großen Probleme. Ich werde da einfach auf zurückgeben gehen oder stornieren oder so gehen. Da gibt es halt da die Option. Ziemlich schmerzfrei und dann kann man halt einen Grund angeben. Dann kann man halt sagen, falscher Artikel wurde geliefert. Dann kann man reinschreiben, was geliefert wurde. Und dann halt hier dieses Tamrak Goblin irgendwas Ding. Für eine Linse auch schon wieder. Und ja, dann hat man halt den Vorteil, dass man entweder, ich glaube, UPS oder Hermes auswählen kann. Und dann zum Beispiel auch bei Hermes könnte man sich dann auch etwas ausdrucken und aufs Papier kleben. Oder aber auch sagen, man möchte das im Shop machen. Dazu muss man dann einfach nur sein Smartphone mitnehmen. Man kriegt dann einen QR-Code, den müsste man eigentlich auch per E-Mail halt bekommen. Dann kann man das einfach aufmachen, vorzeigen. Wir haben dann da einen Scanner, damit können die den QR-Code einlesen. Dann wissen die direkt, was los ist. Die haben da auch im Handgerät, glaube ich, wo der Scanner auch schon eingebaut ist, dann mit einem Drucker oder so drin. Oder das System ist halt mit der Kasse verbunden und dann noch irgendwie einen kleinen Labeldrucker extern irgendwie. Dann drucken die halt nur noch etwas aus, wird hier halt draufgeklebt, dann ist das Ding versandbereit. Dann kriegt man noch eine Bestätigung, dass man das Ding eingereicht hat. Und ja, dann wird das Ding zurückgeschickt. Und die eigentliche Tasche, die ich bestellt habe, die soll ja jetzt auch vorrätig sein. Und ich bin mal gespannt, wenn ich diese Angaben mache, dass da der falsche Artikel bestellt wurde und das jetzt schon so gesehen zum zweiten Mal, ob die dann das merken. Oder das dritte Mal diesen falschen Artikel losschicken. Ich meine, mir soll das irgendwo ein bisschen fast schon egal sein, weil ist für mich halt klar etwas mehr Aufwand, aber diese Spielchen könnte man so lange machen, bis Amazon den Fehler im System beseitigt und den richtigen Artikel richtig einlagert. Aber vielleicht wurde ja auch was bei der Bestellung falsch gemacht, wurde irgendwas geliefert, das Gelieferte wurde in das entsprechende Fach eingelagert, wo eigentlich die Tasche sein soll. Und ja, wahrscheinlich als Arbeiter hat man nicht viel Zeit und schon gar nicht die Zeit, da seinen Kopf einzuschalten. Dann tut man die Ware da einfach einlagern und wenn die bestellt wurde, wahrscheinlich wieder raus, in Karton rein, verschickt, fertig. Vielleicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall
wird das halt, wie gesagt, zurückgeschickt. Ich hoffe dann, dass die das im System korrigieren. Und hoffentlich, ich musste auf das Ding jetzt richtig lange warten, ein paar Wochen, dass die dann halt das Richtige schicken. Aber da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe mal, dann im nächsten Video gibt es dann ein richtiges Video mit der richtigen Tasche, wo man dann auch mal gucken kann, wie toll die ist. Wird halt nur ein bisschen schwer, dann hier die Kamera da reinzupacken. Weil, ja, das mit dem Film klappt dann irgendwie nicht. Aber soweit kann man die halt dann sich anschauen, gucken, wie viel Platz sie hat. Vielleicht ein bisschen Zubehör schon mal mindestens reinstopfen. Und. Aber na gut, so weit sind wir noch nicht. Ist halt schade. Passiert halt. Ja gut, solange nicht Weihnachten ist und man damit jemanden beschenken muss, ich meine natürlich möchte, ist das ja auch alles nicht so wild. Dennoch vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.